Das Spiel war geprägt von offensiver Spielweise von beiden Mannschaften. Erste Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwer getan, auch gerade ins Pressing zu kommen, in Balleroberungen zu erzielen. Haben dann umgestellt, haben es ein bisschen besser gemacht, haben früher gepresst, eine Balleroberung erzwungen, beziehungsweise das Gegentor ein Stück weit erzwungen. Zweite Halbzeit, wir haben gleich zugeschlagen mit der ersten Chance, 2-0, mit dem Elfmeter zum 3-0. Und dann haben wir so ein bisschen den Bruch im Spiel gehabt, hat der Gegner. Kam dann ins Spiel durch den Elfmeter, macht dann das 3-2 und dann ist wie immer, kommt ein bisschen Hektik rein. Aber ich denke gerade in der zweiten Halbzeit gut für unsere jungen Spieler, für die das neu ist. Dann kann man jede Menge mitlernen. Da braucht man natürlich, wenn man 3-0 führt, braucht man mehr Ruhe im Spiel, dass da nichts mehr anbrennt.